Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir haben dieses wunderbare Konstrukt hier gebaut, um diesen Funkelstein da hinten zu seiner Bestimmung zu bringen. Jetzt ist die große Frage, wird das Ganze funktionieren? Lässt sich diese Plattform steuern? Sie lässt sich steuern, aber ich komme nicht hoch, oder? Oh, oh, oh. Ich komme nicht hoch, aber ich kann um die Kurve darüber fliegen. Die erste Energiekapsel ist damit leer. Nee, ich kriege sie nicht höher. War hier? Ja, hier reicht schon, ne? Oh. Wollte das beenden. Ja, nice. Okay. Ganz ehrlich. Habe ich nicht erwartet. Komm mit. Dass das jetzt wirklich funktioniert. Okay, gut. Bringen wir das mal zu dem Schrein. Gehen noch in den Schrein und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Cool. Das freut mich gerade. Ich habe gedacht, ah, das Ding lässt sich doch mit Sicherheit jetzt nicht steuern. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. Sonst wird aus dem Steinchen wieder eine große Kartoffel, in die wir reingehen können. Tada! Kartoffel. Hof. Sehr schön. Schrein. Yeah. Danke, ich würde da gerne reingehen. Ich hoffe, dass wir direkt jetzt einfach nur noch unsere Belohnung bekommen. Ich weiß nicht mal, wie das beim letzten war. Bravos Segen. Doch, ich glaube, es gab einfach nur die Belohnung fürs Schaffen dieser Aufgabe. Das war ja auch Qual genug. Ein Topaz. Guten Tag. Okay. Damit haben wir ein weiteres Segenslicht erhalten. Jetzt haben wir schon 6. 2 noch und wir können uns wieder 2 Sachen leisten. Das ist doch schön. Ja, möge Segenslicht dir Kraft schenken und dich auf deinen Reisen unterstützen. Wir könnten jetzt vielleicht noch versuchen, da hinten zu der Blume zu kommen. Die sich irgendwo da befinden müsste. Lass uns mal auf die Karte gucken. Also in die Richtung. Da! Vielleicht schleudert uns das Ding da auch direkt hin. Das wäre natürlich praktisch. Naja, nicht so ganz. Aber mit unserem Gleitschirm, mit Tulins Kraft, sollte das alles gar kein Problem sein, da hinzukommen. Und da war dann ja, glaube ich, waren da diese Tafeln drauf, die wir abfotografieren mussten? Irgendwie so, ne? Ui. Landanflug. Ganz sanft. Jo. Hallo. In die Steintafel ist ein auf Altheilianisch verfasster Text eingraviert, den du nicht verstehst. Dann werden wir doch mal ein Foto machen.
Mal gucken, ob uns der gewisse Herr da wieder helfen kann. Was ich jetzt noch, ey, noch spannend finden würde, ist, ob wir da drüben hinkommen und, oh, da ist der Schrein. Und da hinkommen. Wäre jetzt natürlich bombastisch. Ich glaube nicht, dass man da von da unten hochkommt. Muss man da unten das Labyrinth clearen, um da oben hinzukommen? Also sonst die Labyrinthe, die waren mir ja vertraut. Da hinten ist noch eins. Hier sieht aber so ein bisschen aus, als könnte man sich mit dem Deckensprung so zack, 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 so ein bisschen stückweise hocharbeiten. Aber von hier halt nicht wirklich, ne? Oder muss man da echt mit irgendwie einem Fluggerät, was man sich baut, hochfliegen? Wir könnten auch mal gucken. Nee, ich glaube, die sind immer zu weit weg. Nee, wo nicht? Ob wir. Wo ist es denn? Da ist es, ne? Zum unteren Labyrinth mal fliegen und gucken, was Sache ist. Vielleicht erhalten wir ja Informationen. Das Loch da vorne. Ach, das ist das Schloss. Vorne sah aus, als wäre da irgendwo ein Loch im Berg gewesen. Weiß ich nicht mehr wo. Wartet. Da. Das ist eine Höhle, aus der irgendwie was rausgeflossen ist. Was ist jetzt eigentlich überhaupt noch unser Plan? So, wir sind jetzt hier oben. Na, gestrandet. Wir sind hier mit dem Turm in die Höhe geflogen. Da können wir übrigens den Stempel mal wegmachen. Haben damit dieses ganze Gebiet aufgedeckt. Das war ja auch irgendwo Sinn und Zweck. Und dann war ja eigentlich okay, wir erkunden das Ganze und arbeiten uns dann halt irgendwann mal so langsam hier unten in die Ecke. Ne, pass auf, dann würde ich das echt machen, dass wir das hier mal erkunden und gucken, was da passiert. Warum nicht? Wenn es kacke ist, wenn da nicht groß was zu tun ist, dann können wir immer noch uns wieder woanders hin teleportieren und neue Wege einschlagen. Da kommt man safe nicht mit dem Deckensprung immer höher. Die Teile sind zu weit weg, oder? Jetzt will ich es doch probieren, aber ich glaube, jetzt sind wir zu niedrig. Jetzt kommen wir da nicht mehr dran. Nee, das wird zu hoch. Das wird nie im Leben funktionieren, glaube ich. Ich stelle mich mal hier drauf und gucke. Und wir müssen auch landen. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Man sollte doch ein bisschen auf seine Aufdauer achten. So. Das wird safe nicht funktionieren. Nee, das ist zu hoch. Versuch war es wert. Okay. Der da ist vielleicht hoch genug. War das auch nicht viel höher? Und hier ist nichts drüber. Okay. Nee. Klappt nicht. Aber das sieht so aus, ne? Nee, der ist höher, definitiv. Aber
Es hat ja nicht funktioniert. Oder ich war einfach nur zu doof. Also das da, ja, ist theoretisch über uns. Ah, aber zu weit weg. Kriegen wir nicht getriggert. Es kann sein, dass das die richtige Lösung irgendwie ist, aber sie funktioniert zumindest nicht für mich. Ist irgendwas mit den Lichtern hier auf sich? Oder ist das einfach nur Straßenbeleuchtung? Ich glaube, es ist einfach nur Beleuchtung. Ah, gut. Dann hüpfen wir jetzt da runter. Gucken, was Sache ist. Es ist sehr Miasma verseucht. Und vereist. Will ich da rein? Das wieder so ein Miasma, was uns umbringt? Oh Gott. Und die Sache ist, wo müsste ich hin? Sonst war halt immer das Ziel, in die Mitte zu kommen. Mein Trick war ja immer, halte dich rechts. Ich könnte das hier einfach mal probieren. Wobei uns das Spiel ja sagt, nee, da gehst du bitte nicht lang. Dann glaube ich auch, sollte man nicht lang gehen. Hier müsste man wieder umdrehen. Ich versuche es gerade mal so ein bisschen von oben zu verfolgen. Da wäre eine Tür. Springe ich jetzt einfach mal mutig, wie ich bin, runter? Gucke, was Sache ist. Da ist ein Schrein. Da wollen wir also hin. Okay. Was haben wir hier? Forschungstagebuch, Tag 2. Bislang konnte ich nichts Nennenswertes entdecken und die Kälte hier setzt meinem anfänglichen Enthusiasmus zu. Wenn die Sonau schon eine Inschrift hinterließen, wieso nicht auch gleich noch ein paar hilfreiche Hinweise? Und diese Steintafel am Eingang? Seit wann steht sie eigentlich dort? Ich glaube fast, dass es sich vor dem Kataklysmus noch gar nicht gab. Dass sie. Ja. Aber vielleicht liege ich auch völlig daneben. Okay, ich hätte vielleicht den offiziellen Eingang nehmen sollen. Muss ich den Tannenzapfen folgen? Ich folge mal den Tannenzapfen. Als wären sie so eine Spur, die die Frau oder der Mann mit den Forschungsnotizen gelegt hat. Hallo? Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Basislager mit einem Bogen, den ich nicht aufnehmen kann. Können wir den wegschmeißen? Hallo? Okay, aber wo ist meine Tannenzapfenspur? Oder muss ich da hoch? Nee, ne? Muss ich da durch? Ja, da hinten ist der Zapfen. Kann ich da jetzt
Kontrum rumklettern? Das wird spannend hier. Cool. Freue mich gerade. Ach du Kacke. Freue mich gerade, dass wir hier rein sind. So ein bisschen. Das ganze Miasma macht mich nervös, aber. Ich folge jetzt einfach mal den Tannenzapfen. Bestimmt stand im ersten Tagebuch drin. Hier Tannenzapfen und Weg und. Folge diesen. Oh Gott. Oh Gott, ich bin voll reingesprungen. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Link. Da hinten ist der nächste Tannenzapfen. Und was verbirgt sich hier? Wo ist mein Kugelfreund da? Ich meine, das ist Hitze, das sollte alles schmelzen, aber das ist zu kurz, die Hitze, ne? Oh. Hallo? Hier ist bestimmt irgendwie ein schönes Geheimnis. Mein Flammenwerfer-Ding habe ich nicht mehr, ne? Wieso habe ich eigentlich so eine Kacke dabei? Mal ganz ehrlich. Und ich könnte... Warte, ich habe doch... Oh, will ich das dafür opfern? Ich glaube, wenn man... Oder geht das hiermit auch? Wartet, ich habe eine Idee. Und zwar, das ist Schwert. Ah, ich habe diese Zauberstab-Sachen nicht mehr, ne? Wenn man die aber damit, glaube ich, verbindet, erhält man dann so einen Feuerzauberstab? Ich probiere es mal hiermit. Da. Fusion. Ne. Doch! Alter Verwalter. Ah, aber dann ist kaputt. Okay. Aber ich sehe schon, dahinter ist nur eine Truhe. Es ist jetzt Quatsch, das alles aufzutauen. Wir können ja einfach hinrennen. Okay. Ein Dynanium-Bogen mit 30. Hm. Dann, oh Gott, du bist stärker, ne? Entschuldigt. Du hältst länger. Ist mir jetzt egal. Ich nehme den. So. Sehr schön. Dann folgen wir jetzt weiter der Spur. Aus Tannenzapfen. Da ist noch ein Bogen. Mächtiger. Du bist auch mächtiger. Nee, mächtig ist nochmal was anderes. Nee, mächtig ist der hier. Ach, kann ich gar nicht. Kann ich hier absteigen, ohne verletzt zu werden? Ja. Perfekt. Schmeißen wir den hier weg. Nehmen den mit. Weiß, Funkel, Funkel, du bist toll, aber der andere ist toller, hoffe ich. Okay. Es sieht aus. So, jetzt loslassen, wenn der sicher unterm Popo ist. Das sieht aber auch aus hier. Ich glaube, das ist der richtige Anhaltspunkt, hier den Zapfen zu folgen.
Sammeln Sie deswegen auch nicht ein. Da hinten muss ich hin. Noch ein Blitz. Wo ist schlauer entlang zu klettern? Ist eigentlich beides egal, ne? Bin gespannt, wo uns das hinführt. Da ist ein nächstes Camp. Nächstes Tagebuch. Tagebuch 3. Schreckliche Kälte und die Furcht vor dem Miasma waren meine ständigen Begleiter. Doch nun stehe ich kurz vor meinem Ziel. Der Gang hier muss einfach ins Innerste der Ruinen führen. Es sieht so aus, als würden sogar Lichter den Weg markieren. Ich bin mir sicher, schon bald den reichen Lohn in Händen zu halten, von dem auf der Steintafel die Rede war. Die erhoffte bahnbrechende Entdeckung ist zum Greifen nah. Ich schaffe das. Okay. Also da rein, ja? Da ist eine Kiste. Das reicht natürlich nicht. Nee, pass auf, da machen wir es uns einfacher. Nehmen Feuerpfeile. Die machen auch mehr Bums. Massiver Sonanium-Schild. Von den Sonau verwendet, aus Sonanium gefertigt und sehr widerstandsfähig. Steigert die Energieeffizienz von befestigten Sonau-Bauteilen. Auch 50. Wieso haben wir eigentlich keinen Platz für mehr Schilder? Ich muss dringend mal mit Dingens reden. Mit dem, ne? Rasseltyp. Okay, sie sagte, hier geht's rein. Geht's hier? Ach, hier geht's rein. Okay. Dann gucken wir mal. Und Lichter würden den Weg weisen. Hier hat sie aber auch wieder Eicheln hinterlassen. Das ist gut. Also nicht Eicheln, Tannenzapf. Ich gehe jetzt gerade davon aus, dass es eine Sie ist, ne? Vielleicht ist auch ein Er. Ach du Kacke! Kann ich das umklettern? Ich bin gerade richtig happy, dass wir hier reingegangen sind. Das ist voll cool. Es ist anders als die alten Labyrinthe. Aber spaßig. Aber das schaffen wir. Sieht aber gut aus. Nein, ich wollte eigentlich loslassen. Au! Okay, das war ein bisschen hoch. Das war ein bisschen dumm. Eine Leiter. Aha, der Schrein. Cool. Forschungstagebuch Tag 4. Ich habe tatsächlich ein Relikt der Sonau gefunden. Welch eine spektakuläre Entdeckung. Leider war die Freude von kurzer Dauer, denn es reagierte weder auf Berührung noch Sprache oder gar auf rohe Gewalt. Nachdem ich einsehen musste, dass ich hier nicht weiterkomme, setzt mir die Kälte nur noch stärker zu. Ich werde wohl oder übel diese eisigen Tiefen verlassen müssen, um den anderen von meinem Fund berichten zu können. Okay. Ja, du hattest halt nicht Trick 17, Grabbelhand. Oh Gott.
Das ist die Sache. Ich will das Ganze jetzt ein bisschen klug angehen. Das Problem, das ich habe, ist da unten dieses Miasma. Ich versuche erstmal von hier oben mit meinen Feuerpfeilen das Eis wegzubekommen. Das mehr was, wenn ich das hier weiter auflade? Ne. Ich will da unten nicht drauf springen. Kann ich dich da runter schicken? Oh, nein. Da ist der Grabbelkreis. Entdeckt. Was haben wir hier? Als Herrscher der Eulen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich dir geöffnet. Besuche die westliche Seite des Labyrinths des Himmels. Ja. Okay. Sehr schön. Ist das einfach nur ein Loch in die Hölle? Ja, ne? Okay, dann gehen wir mal in den Schrein, gucken, was uns da noch erwartet. Ich hoffe einfach nur Loot. Dann wird zumindest das untere Labyrinth mehr oder weniger abgeschlossen. Und dann müssten wir uns vielleicht nochmal... Ja, Loot. Mit dem Rätsel auseinandersetzen, was jetzt dieses obere Labyrinth angeht. Ein Diamant. Nice. Krabbelhand. Cool. Jetzt würde ich natürlich echt gerne wissen, was es mit dem oberen Labyrinth auf sich hat. Wie wir da hinkommen, wie wir das lösen können. Sie ist ja an der westlichen Seite. Wir müssen es nochmal durchlesen. Ich weiß es nicht mehr. Nördliches Irrschloss Prophezeiung. Am tiefsten Punkt des Labyrinthes angekommen, hörtest du eine Stimme, die dich aufforderte, die westliche Seite des Labyrinths des Himmels zu besuchen. Achso, ja, den Schrein haben wir ja schon gesehen. Die Sache ist nur, wie kommen wir zum Labyrinth des Himmels? Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen irgendwie auch noch einen Hinweis, wie man da hochkommt. Aber dem ist nichts. Oh, danke, Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Tschüss. Lass mich raus hier. Oh Gott, ich habe die Grabbelhand gesehen. Habt ihr sie auch gesehen? Mama. Da unten ist sie. Oh Gott. Nee. Das wird nichts bringen. Okay. Tschüss. Ich mag das Ding. Boah, ich kriege direkt Herzrasen, ne? Ich habe so Schiss vor diesen Händen. Allein diese Musik, die dann auftritt, dieses Gegrabbel, das ist für mich wie in einem Horrorfilm. Oh.
Nee, oh, das ist eine Kiste. Nee, einfach nur nee. Eine Batterie, okay. Die dürfen da unten gerne rumgrabbeln, wie sie wollen, aber die sollen mich in Ruhe lassen. Ich gehe wieder aufs Dach. So, wir können dann in der nächsten Folge mal gucken, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, da hochzukommen. Nee, das ist alles zu hoch. Also ich vermute wirklich, dass man da hochkommt durch... durch irgendwie Fliegen oder sonstiges. Auf jeden Fall Dinge, die uns jetzt noch verwehrt bleiben. Wir gucken dann mal in der nächsten Folge, wo wir dann hingehen, was wir als nächstes Schönes machen. Werden wir mit Sicherheit was finden. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!